Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Off to 7000 Islands. Und heute will ich euch das Café zeigen, Café Francesca, was wir haben, was auf dem Grundstück von South Drive, also dem Beach Resort, was wir haben, angesiedelt ist, was seit einem Jahr jetzt offen ist. Wir einfach planen, das zu erweitern, und heute ist was ganz Cooles. Wir wollen Cocktails erweitern. Wir wollen unser Menü erweitern, wollen Cocktails hinzunehmen. Aber das ist gar nicht so einfach, und deswegen haben wir heute sozusagen Cocktail-Testing, weil wir einfach schauen wollen, welche Zutaten wo am besten dazu kommen. Aber bevor wir in den Alkoholteig gehen, hier erstmal das Kaffee an sich. Endlich seid ihr hier. Da könnt ihr mal mitkommen. Hier Café Francesca. Wir haben hier ein kleines Café für die Leute, die hier schon mal da waren. Das war vorher ein Zimmer vom Hotel. Und jetzt Café, ja, wo man Pizza und alles Mögliche essen kann. Und ich zeige euch mal. Hier drin, dann auch schön mit Aircondition und wunderschönen Blick aufs Meer raus. Auch wenn man wartet zum Bestellen. Richtig schön. Und dann hier hinten noch einen kleinen Tisch für eine Familie oder sowas. Und damit kann man alle hier vorbeibringen und man kann hier schön essen. Wie gesagt, Pizza, Pasta und Burger und bald jetzt auch Cocktails und Eiskaffee, normalen Kaffee, alles Mögliche. Einfach als Snacks oder Hauptmahlzeit. Und ist noch relativ neu, deswegen ist es noch ein bisschen leer, aber wir werden daran arbeiten und das ausbauen. Ja, jetzt wo ihr wisst, wie das Ganze aussieht, könnt ihr ja auch ein bisschen nachvollziehen, warum wir da auch Cocktails anbieten wollen. Das bietet sich einfach an. Das Café Francesca bietet an verschiedenes Essen, sozusagen europäisches oder nordamerikanisches Fastfood. So, und ganz interessant ist in den Philippinen, dass hier dieses Essen nicht wirklich als richtiges Essen angesehen wird. Natürlich für die jüngere Generation schon, aber vor allen Dingen für die Älteren, wenn es nicht mit Reis ist, dann ist es eigentlich kein richtiges Essen. Also nur Snack zwischendurch. Und deswegen, wir haben natürlich offen von Frühstück bis abends, aber die meisten Leute kommen irgendwann nachmittags, wenn wir in Europa irgendwie Kaffee und Kuchen oder Tee trinken würden. Das ist, wenn man sozusagen hier einen Snack hat. Und auch zum Beispiel mein Frühstück, was ich gerade esse, Ei, Toastbrot, Bacon, ist eigentlich nur ein halbes Frühstück, weil der Reis fehlt. Aber das ist natürlich übertrieben. Bitte nehmt das nicht ganz so ernst. So, hier jetzt Erik aus der Zukunft sozusagen. Wir wollten eigentlich jetzt in dem Video noch zeigen, wie wir die Cocktails und so machen und wo wir es getestet haben, weil das einfach viel Spaß gemacht hat. Aber das Video wird einfach zu lang. Ich habe es gerade gemacht und deswegen teilen wir das einfach. Also das Kaffee. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war echt, es ist ein schönes Projekt und wir hoffen,
dass wir sozusagen in Zukunft das ausbauen können. Mal sehen, wie das Ganze so wird und wie das jetzt nach der Pandemie auch aussieht. Ja, und wie das dann alles weitergeht. Wir müssen natürlich jetzt viel schauen, auch wie eigentlich das Ganze läuft, ob das Sinn macht, auch das alles so zu machen, wie es gerade läuft. Aber persönlich für mich natürlich vor allen Dingen ist das auch schön, da einfach mal irgendwie Essen zu haben, was halt nicht mit Reis ist, weil ja, für mich wird das langweilig, so wie für Alissa halt in Deutschland es langweilig war, sozusagen immer Nudeln zu essen. Also im nächsten Video dann sozusagen das, was wir mit den Cocktails gemacht haben und da im Café, und die laufen jetzt natürlich schon. Das Video ist vor einer Weile aufgenommen worden, wir hatten aber keine Zeit, das einfach auch zu veröffentlichen. Und ja, viel Spaß, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt es doch einen Daumen hoch und tut abonnieren hier diesen Kanal, wenn ihr mehr wissen wollt, wie unser Leben hier auf den Philippinen so weitergeht. Es würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr euer Abo auch da lasst und uns damit unterstützt, einfach hier diesen Kanal weiterzumachen und euch immer auf den Laufenden zu halten.